Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, bei unserem Format Naturmedizin. Vertrauen. Vertrauen zieht sich durch unser ganzes Leben und wird oft auf den Prüfstand gestellt. Über eine besondere Form von Vertrauen sprechen wir heute, nämlich das Vertrauen ins Natürliche. Darüber unterhalte ich mich mit Marco von Moos, Landwirt und Sprossenexperte. Bleiben Sie dran! Hallo Marco, herzlich willkommen bei uns im Studio. Grüezi Rolf, herzlichen Dank. Ja, Vertrauen, darunter können wir uns alle etwas vorstellen, haben Erfahrung damit. Wir können uns auch unter Natur etwas vorstellen. Jeder hat seine eigene Vorstellung, sein Bild. Wie stellst du dir jetzt Vertrauen ins Natürliche vor? Das ist ja speziell, wenn man ein Sprossengeschäft hat, plötzlich über Vertrauen ins Natürliche ein Video oder ein Interview führt. Aber ich erkenne oder muss leider erkennen, dass wenn ich mich mit Leuten austausche, im Kollegenkreis, sogar in der eigenen Familie, also mit Geschwistern und so, und ich merke, dass in dieser speziellen Zeit, wo wir jetzt gerade sind, die Leute mir sagen, ja, wir kommen da nicht mehr raus aus dieser Geschichte, wenn wir nicht zur Nadel gegangen sind. Und ich denke dann immer, so schade, weil die Natur, die bietet uns so viele Möglichkeiten, dass wir wieder ins Vertrauen kommen. Also ich bin stark davon überzeugt, dass wir nicht einfach schutzlos uns ausgeliefert sind, was da auf uns zukommt. Also die Viren, die hat es schon immer gegeben, und ich denke, die Natur und unser Körper, der hat sehr viele Möglichkeiten, was wir da tun können, um ein starkes Immunsystem und ein gesunder Geist in gesundem Körper zu erhalten. Und da ist mein Ziel von diesem Interview ist, dass wir den Leuten einfach einige Punkte aufzählen können. Und das Ziel wäre, wenn jeder, wo das Video gesehen hat, einen Punkt daraus nehmen kann, wo er noch besser werden kann, dann ist das schon ein Erfolg. Okay, und das vor allem im Thema Vertrauen im Zusammenhang mit dem Immunsystem, weil wahrscheinlich ist Stress und Angst ein wesentlicher Faktor, der das Immunsystem negativ beeinflusst. Genau. Es gibt da intelligente Leute, die haben gesagt, der Geist steht über der Materie, und ich knüpfe dort auch an oder fühle mich bestätigt in dem, dass wenn der Kopf, wenn wir gesunde Gedanken haben, dass schon sehr vieles richtig läuft. Also ich erkenne das bei mir selber. Wenn ich Stress habe, wenn ich mir geschäftlich oder auch privat zu viel aufgehalst habe, dann löst es bei mir Stress aus. Und das, wo bei mir am meisten Stress auslöst, ist, wenn ich an etwas dran bin und ich merke, die Zeit rennt mir langsam davon. Das löst bei mir Stress aus und ich bin nicht mehr im Moment. Ich merke dann auch, die Atmung wird oberflächlich, und weil ich immer der Zeit ein bisschen hinternachrenne. Und ich mag dann erkennen, wenn ich länger in diesem Zustand bin, dass plötzlich eine Wade mir ein Signal gibt, der plötzlich einen Krampf macht, irgendwie das Magnesium nicht dort ist, wo es sein sollte. Einfach weil die Stoffwechselvorgänge im Körper durch meine Gedanken, durch den Stress, durch das Adrenalin, durch den Fluchtmechanismus, den natürlichen oder Angriff, also das Mechanismus, wo der Stress auslöst, einfach die Stoffwechselvorgänge nicht so vor sich gehen können, wie sie das eigentlich sollte. Trotz bester Ernährung und natürlichster Ernährung macht mir die Gedanken einen Strich durch die Rechnung. Ja, bei der Ernährung kennst du dich ja bestens aus.
Und ich möchte noch ein bisschen weiter vorne beginnen, eben mit den Gedanken, die diesen Stress verursachen. Wie begegnest du dem? Du hast es so schön beschrieben, du erkennst das ja. Und ich glaube, viele unserer Zuschauerinnen und Zuschauer erkennen sich selbst in solchen Situationen. Wie gehst du vor? Was empfiehlst du da, um das wieder in den Griff zu bekommen, mit den Gedanken und den Stress wieder gehen zu lassen? Ja, ich denke, die wenigsten sind ja auf die Welt gekommen, wo einfach nur Friede, Freude, Eierkuchen den ganzen Tag. Ich denke, das ist ein Resultat daraus, was für ein Leben ich erlebe. Und für mich macht es einen großen Unterschied, ob ich täglich eine halbe Stunde im Wald unterwegs bin. Also da weiß man heute, da kommen sehr viele, gerade bei Regenwetter, sehr viele Elektronen zu uns. Und wenn wir uns, oder an einem Bach, wenn ich an einem Bach sitze, dann merke ich, wie der Puls langsam runterkommt, weil man irgendwie eingebunden ist in das große Ganze. Dann bin ich draußen. Und das macht einen Unterschied, ob ich das mache oder nicht mache. Also es gibt Leute, die sagen, wenn schau, dass du jeden Tag eine halbe Stunde draußen bist. Mhm. Und wenn du Stress hast, schau, dass du eine Stunde rausgehst. Also, oder vieles kann man ja auch verbinden. Für mich macht es einen Unterschied, ob ich Sport gemacht habe. Also ich merke, wenn ich 2-3 Tage keinen Sport hatte, keinen Auslauf für mein Naturell hatte, dann merke ich, bin ich nicht so im Gleichgewicht, wie ich es sonst bin. Das äußert sich dann so, dass man weniger Nerven hat mit sich selber oder mit den Mitarbeitern. Dann merkt man, der Puls, der steigt ein bisschen an, weil einfach die Bewegung gefehlt hat. Ja, du hast gerade die Nerven angesprochen. Ich habe mir vorhin überlegt, dass du sagst, ja, wenn du viel Stress hast, dann mach gerade eine Stunde in den Wald. Das braucht ja irgendwo auch ein bisschen Nerven, weil der Druck ist da, ich sollte das, kommen noch diese Anrufe, das muss ich erledigen bis heute Abend. Und dann nehme ich mir jetzt aber eine Stunde Zeit und gehe in den Wald. Genau. Kannst du das immer so durchziehen? Das wäre, ja, ich bin ja auch ein Mensch und genau. Also, ich merke einfach, wenn ich es nicht tue, dann kommt es zu mir zurück. Also, es ist dasselbe, wie man ganz viele Bäume fällen müsste und man sich die Zeit nicht nimmt, das Beil mal scharf zu machen, um dann besser arbeiten zu können. Ja, aber man hat so viel zu tun, man ist nur am Hacken und der Arbeit hinterherrennen. Aber wenn man das Werkzeug und sich und die Gedanken richtig fokussiert, dann holt man das auf 1000 wieder rein. Und das braucht dann auch eine bestimmte Erfahrung. Und da sind wir auch beim Thema, das geht ja auch wieder um Vertrauen. Ich muss mir ja dann vertrauen oder der Situation vertrauen, dass das dann auch wirklich etwas bringt, wenn ich jetzt meine Psychohygiene voranstelle und dann mache ich mich an die Arbeit, genau, dass ich dann effizienter bin. Ja, also ob ich gerannt bin im Wald oder nicht, macht für mich einen großen Unterschied. Also das heißt auch, mein Stoffwechsel funktioniert auf einem höheren Level, also das innere Feuer, das brennt stärker. Ich bin durch das, weil ich mich bewegt habe, bin ich schlank unterwegs. Also ich trage nicht noch überschüssige Kilos um mich herum. Ich bin agiler. Wenn, ich denke, das äußert sich dann auch auf den Metallen, also wenn dann etwas kommt und dir aufgeladen wird, dann bist du nicht schon aufgeladen mit Kilos, also jetzt bildlich gesprochen. Ballast. Genau. Ich denke auch, es ist wichtig, dass wir in einem sozialen Gefüge sind, also dass wir uns auch gehalten fühlen. Es macht wenig Sinn, wenn wir nur unser Ding durchziehen, aber die Leute fehlen, wo da mithelfen. Das ist auch ein ganz anderes Gefühl und gibt einem ein anderes Vertrauen, wo man etwas alleine macht oder gemeinsam. Und so spielt jeder Aspekt, ob ich mich bewegt habe oder ob ich gut gegessen habe,
mit Kollegen, Freunden den Spaziergang gemacht habe, gibt mir einfach ein anderes Gefühl und andere Gedanken. Und wir haben gesagt vorhin, ich sehe da ist eigentlich der Kern, gesunde Gedanken, gesunder Geist in gesundem Körper. Und das ist eigentlich die Basis für ein gesundes Immunsystem. Und das geht weiter. Es macht für mich einen Unterschied, wenn ich mir zum Beispiel 10 Minuten Zeit nehme und einfach für mich ruhig bin und zum Beispiel mir positive Autosuggestionen sage. Also es macht einen Unterschied, wenn ich sage, ich schaffe das, ich kann das, ich erreiche meine Ziele oder ich lebe im Überfluss und Fülle oder ich vertraue und lasse los. Und wenn ich mir das 10 Minuten sage und immer wieder, ich kann das, ich habe die Energie dazu, es macht mir Freude, ich bin glücklich, ich bin gesund, ich habe ein starkes Immunsystem. Das Unterbewusstsein, das entscheidet nicht, ob irgendetwas wahr oder nicht wahr ist. Und so bekomme ich 1000 Möglichkeiten, mich zu stärken, meine Gedanken so zu fokussieren, dass wenn dann etwas kommt, dass ich im Vertrauen bin und auch erkennen kann. Also wenn ich mich gut fühle, wenn ich meinen Körper spüre, ich kann heute ein Lebensmittel, was abgelaufen ist, Mindesthaltbarkeitsdatum ist abgelaufen, nehme ich zur Hand, ich probiere das und wenn das schon länger abgelaufen ist und mein Körper, mein Geschmackssinn sagt mir, das ist gut oder das ist nicht gut. Also ich bin nicht angewiesen auf irgendeine Zahl, wo wir, ja. Also auch hier wieder das Vertrauen auf deine Stimme oder auf deine Reaktion oder den Geschmackssinn deines Körpers hören. Ja, genau. Und das darüber stellen. Genau. Auch mit den Suggestionen möchte ich das nochmals kurz aufbringen. Du hast da interessant erwähnt, das Unterbewusstsein weiß ja nicht, was wahr ist oder was nicht wahr ist. Aber wenn ich das so richtig verstanden habe, dann kreierst du dir deine eigene Wahrheit und gibst diese in deinen ganzen Körper so mit ein. Genau. Und ja, was können wir, du bist jetzt übergegangen mit dem Haltbarkeitsdatum, auch eine Frage des Vertrauens einerseits, stimmt das, was da draufsteht, oder wollen wir das einfach verkaufen, haben es ein bisschen hochgesetzt, aber ich glaube, die Basis ist schon selber auf seinen Körper, auf seine Reaktion hören, das passt. Kannst du das mit allen Lebensmitteln so machen? Ob dir was gut tut, ob dir was nicht gut tut, spürst du das überall? Also, wenn ich jetzt im Wald unterwegs wäre und irgend an einen Pilz herankomme und ich ihn nicht kenne und dann einfach mal zu probieren, ob ich das ertrage oder ob das förderlich für meinen Organismus ist, so weit habe ich sie jetzt noch nicht getrieben, aber ob jetzt ein Joghurt, also das merkt man sofort, wenn die Sinne wach sind, also erstens das Auge hilft einem, etwas zu beurteilen, auch die Geschmackssinn, die Nasen, die helfen uns, ein Gespür wieder dafür zu entwickeln, was förderlich ist und was nicht. Und ich denke, das wird auch unterstützt mit allem, was man macht, was dem Leben dient. Und also, was ich den Leuten mitgeben möchte, ist, wir bekommen so viele Möglichkeiten, uns selber zu helfen. Also wir sind nicht schutzlos ausgeliefert, sondern wir können uns von verschiedenen Sachen bedienen und uns selber helfen, gesund zu bleiben. Und das ist auch, das macht einen Unterschied für mich, ob ich tagtäglich dieselben Informationen in der Tagesschau zum Beispiel konsumiere und immer wieder eigentlich geschwängert werde von diesen Zahlen. Ob dann, also die sagen ja nicht viel aus. Die sagen zwar, wie viele jetzt wieder neu infiziert sind, aber wie viele das da wirklich etwas merken oder ernsthafte Themen bekommen, das sagt sie nicht. Und für dich, wie gehst du mit den Zahlen um? Lässt du dir Angst machen? Genau. Oder interpretierst du die auf diese Weise und vertraust wieder auf deine Gesundheit und auf deinen Lebensstil? Genau.
Warst du auch schon mal krank? Ein gutes Thema. Ich glaube, ich war im Kindergarten das letzte Mal, zwei, drei Tage zu Hause. Seitdem mag ich mich nicht erinnern. Oder doch einmal eine Schweinegrippe. Bin ich ins Geschäft gegangen, gesagt, du, ich habe, glaube ich, diese Grippe. Dann der Chef hat gesagt, ich dürfe nach Hause gehen, ich soll nicht ins Büro. Und dann war ich wirklich zwei Tage weg. Und mit Fieber und allem. Und gerade das Fieber ist ein natürliches Werkzeug unseres Körpers, wo die Temperatur hochsetzt, weil die Keime mögen die Temperatur nicht ertragen. Also der Körper macht Fieber, um sich zu schützen. Und wenn wir jetzt Angst bekommen, dem nicht vertrauen, was jetzt unser Körper macht, dieser Schutzmechanismus, und dahin gehen und sagen, ich habe Fieber, ich brauche jetzt Fiebersenkungsmittel, und heute bekommt man nicht nur Fiebersenkungsmittel, sondern da sind noch Schmerzmittel und Entzündungsmittel auch noch dabei, dann nehmen wir dem Körper ein Instrument weg, wo eigentlich dafür schauen würde, dass wir viel schneller wieder dastehen und es gibt ja da so eine kritische Schwelle, ich glaube, das sind 42 Grad, wo man dann wirklich Mittel nehmen muss, oder genau. Wie siehst du das? Ja. Also das weiß man heute, dass das Eiweiß bei 42 Grad degeneriert wird, also da wird das Eiweiß, die Aminosäuren zerstört. Aber ich denke, ein gesunder Körper, der wird nicht über diese Schwelle gehen. Also der wird sich herantasten, wie nahe kann ich gehen oder was ist nötig. Aber wenn ein Körper, denke ich, nicht unter Medikamenten steht oder sonst irgendwie Einflüssen oder andere Medikamente irgendwie im Spiel sind, wird das nicht machen. Also der Organismus wird sich selber, wenn er gesund ist, nicht selber zerstören. Ein interessanter Aspekt, also da haben wir einen Selbstschutzmechanismus bei uns, auf den wir grundsätzlich vertrauen können. Aber wie weiß ich denn, ob ich gesund bin oder ob ich nicht gesund bin? Das könnte das Vertrauen wieder ein bisschen unterminieren, oder vielleicht frage ich mich dann, wie komme ich in die Situation oder in die Lage, mich als gesund zu bezeichnen, ist ja heute ein sehr aktuelles Thema. Höre ich da einfach in mich rein oder wie gehst du da vor? Ja. Also vielleicht hat das auch mit Urvertrauen zu tun, und Urvertrauen wird schon im Kindesalter irgendwie gebildet. Aber auch da haben wir wieder die Möglichkeit, uns Urvertrauen, wenn es das braucht, uns anzueignen. Also Sachen, wo wir nicht mitbekommen haben, weil irgendetwas in der Erziehung komisch oder nicht so gelaufen ist, wie es hätte gewesen sein sollen, bekommen wir wieder die Möglichkeit, uns das anzueignen. Und da Rüdiger Dahlke ist ja ein Spezialist, wo da gute Bücher geschrieben hat über dieses Thema, wo man sich, und ich empfehle, wenn ihr etwas aus diesem Interview herausnimmt, im Internet zu recherchieren, bei QS24, da sind ja so viele Videos vorhanden, wie man sich selber helfen kann. Ob das Urvertrauen ist, gesunde Ernährung, Sinn des Lebens, lebensphilosophischen Aspekte, genau. Und Ansätze. Ja. Und dann ist es so, dass wenn man sich auf den Weg begibt und immer näher an der Natur ist und sich selber merkt, ich kann mir selber helfen, dann bekommt man irgendeinmal die Sicherheit, dass nicht jemand im weißen Kittel kommt und sagt, du musst jetzt unbedingt, dass wir da rauskommen, diese zur Nadel gehen, dich impfen lassen. Dann rebelliert das in meinem Körper, weil ich so viele Sachen mache, wo mich unterstützen. Und wir haben auch einen wichtigen Aspekt, und ich denke, das ist der absolut einfachste von allen. Die Ernährung haben wir noch nicht angesprochen.
Genau, da möchte ich gleich noch drauf kommen. Ich möchte noch kurz unsere Zuschauerinnen und Zuschauer darauf hinweisen, dass unsere Sendungen die Meinungen unserer Gäste wiedergeben und nicht diejenige des Senders. Ja, ich möchte noch auf die Ernährung eingehen. Ja, genau. Das ist ja auch ein Teil, der mit Vertrauen zu tun hat. Also ich kaufe meine Nahrungsmittel bei meinem Händler des Vertrauens oder, wenn ich Glück habe, direkt beim Bauern in der Nähe. Ja, genau. Ja. Also das macht einen Unterschied, ob man es direkt beim Bauern kauft oder im Grossverteiler oder ob ich konventionelle Produkte kaufe oder biologische Produkte. Also wir haben andere Videos gemacht auch. Hier, wo man den Unterschied sehr gut sehen kann. Und ich möchte das auch noch mal zeigen, einfach für die, die frisch zugeschaltet haben. Wenn wir hingehen und unsere Lebensmittel mit Kunstdünger oder Pflanzenschutzmittel schützen, sage ich mal, dann hat das einen Einfluss, was schlussendlich hinten rauskommt. Und es geht bei der Ernährung nicht nur darum, um Fette, Kohlenhydrate und Eiweiße, sondern es geht viel tiefer. Es geht auch tiefer als Antioxidantien und sekundäre Pflanzenstoffe. Es geht auch um die Information, wo in einem Produkt ist. Und wenn wir essen, dann kommt es zu einem Informationsaustausch zwischen den Lebensmitteln und uns. Und wenn wir hingehen und das stören und wenn wir das nur mit Kunstdünger und Pflanzenschutzmitteln machen, dann kommt schlussendlich eine andere Lebens- und Ordnungskraft hinten raus, als wenn wir das naturbelassen machen. Oder auch dasselbe hat den Einfluss, wenn wir es verkochen, dann wird diese Ordnung und Information gestört. Und wie das aussieht, dann das sieht so aus. Also wenn man dann, das sind Bilder von Soyana. Die haben ein wunderbares Buch gemacht. Da sieht man, da ist eine gestörte Informationskraft. Also sind Löcher. Da fehlen ganze Bereiche von Informationen. Also es ist jetzt nicht Bio. Und wenn wir dasselbe Produkt in biologischer Qualität haben, dann sieht das plötzlich so aus. Also man erkennt, da ist eine ganz andere Ordnungs- und Lebenskraft vorhanden, als wenn man die Natur nicht das machen lässt, was sie machen möchte. Und weil wir selber aus einem feststofflichen und feinstofflichen Körper bestehen, ist anzunehmen, wenn wir so essen, dass immer weniger lebensunterstützende Informationen in unserem Körper ankommen. Sprechen wir da von der Zellebene? Genau. Also das geht ja immer tiefer und noch tiefer und irgendwo unterstützt das, was wir essen, unsere Lebens- und Ordnungskraft, also die Informationen. Mhm. Und es ist ein Unterschied, ob wir so essen oder so. Also da kommen andere Informationen. Es macht einen Unterschied, ob wir tierisches Protein essen, wo man heute weiß, wenn die Tiere in den Schlachthof kommen, dass die riesigem Stress oder Todesangst ausgesetzt sind und dass diese Information der Angst kommt nachher auch in die Produkte rein. Und wenn wir das essen, kommt diese Information zu uns. Also da verleiben wir uns eigentlich immer diese Angst mit ein. Und man weiß, die Schweine zum Beispiel, die leiden alle unter Depression, weil sie nie die Nase, wo eigentlich dafür gemacht wäre, im Boden zu wühlen, nie betätigen können, das ganze Leben. Und da fehlt ein riesen Aspekte. Da will ich gerade noch einhaken, weil wir jetzt Bio, nicht Bio vorhin thematisiert haben. Ist das bei Biofleisch auch so? Also es macht natürlich einen Unterschied, ob das Tier artgerecht gehalten ist, ob das Schwein auf einer Alp irgendwo in der Erde wühlen konnte
oder ob der Prozess dann zu den Schlachthäusern, also der Weg und so, oder ob das Tier gleich auf der Stelle geschlachtet wird. Also da weiß man heute, dass das andere Produkte sind. Und genau. Und die ganzen Bio-Labels, die werden ja jetzt immer mehr vermarktet, werden attraktiv, die Leute. Man sieht mehr Leute, die bereit sind, dafür auch Geld auszugeben. Kann man sich auf diese, da komme ich wieder aufs Vertrauen, kann man sich auf diese Bio-Labels verlassen? Sind die Kontrollmechanismen hier zuverlässig? Also die Bio-Kontrolleure und die Bio-Szene, die machen eine gute Arbeit. Auch da sind wir noch nicht am Ende. Also das geht immer noch besser. Und auch die Schweinezucht im Biologischen, die ist auch noch sehr weit am Naturell dieser Tiere entfernt. Der Weg ist der richtige, dass wir in einen Dialog gehen mit unseren mit unseren Mitgeschöpfen. Mhm. Und das ist auch, also je besser ich mich mit mir umgehe, je weniger Angst ich habe, je mehr vertraue ich, und das hat auch sofortigen Einfluss auf, wie gehe ich mit meinen Mitmenschen um, wie gehe ich mit meinen Tieren um und so weiter. Das lasse ich jetzt gerade mal so stehen, das ist ein schönes Schlusswort. Marco, wo können wir uns weiter informieren? Wir bieten den Leuten biologische Samen an, wo ihr selber zu Hause ziehen könnt. Und das sind sehr viele Informationen, die dürft ihr gerne auf sprossensamen.ch nachschauen. Und Sprossen ist etwas vom hochwertigsten, naturbelassensten, was es gibt. Und sehr viele Proteine, sekundäre Pflanzenstoffe, unabhängig, wo es produziert wird, im Winter und so weiter, gelingt das wunderbar in der Küche. Und es lohnt sich, möglichst nahe wieder zur Natur zu gehen, weil ich denke, da bekommt man ein Vertrauen, das für uns gesorgt ist, und da ein Plan vorhanden ist, unserer Schöpfung, dass das Wasser, dass das Immunsystem, dass wir immer wieder reagieren können und Einfluss nehmen. Also die Verantwortung dürfen wir zu uns selbst zurücknehmen. Ja. Und ich vertraue dem, dass das auf natürlichem Weg sehr, sehr gut möglich ist. Schön. Danke, lieber Marco, für diese Informationen, dass du hier warst und uns damit vertraut gemacht hast. Danke. Und unser Vertrauen gestärkt hast. Danke auch. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ja, ich hoffe wirklich, dass Ihr Vertrauen durch dieses Gespräch gestärkt werden konnte und dass Sie sich mindestens einen Punkt herausgenommen haben, den Sie jetzt gleich in Ihrem Leben umsetzen werden. Weitere Informationen und Kontaktangaben zu unseren Gästen finden Sie auf unserer Homepage. Schauen Sie bald wieder bei uns rein. Ich freue mich auf Sie. Bis dann, ich wünsche Ihnen alles Gute.